Liebe SeitenbesucherInnen, herzlich willkommen zu unserer Aktion gegen das Vergessen. Wir lesen aus verbrannten Büchern, mit der wir einen Beitrag zur Erinnerungskultur liefern. Zitat: Das Vergessen der Verfolgung ist Teil der Verfolgung selber. Schön, dass Sie dabei sind. Wir erinnern an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten am 10. Mai 1933 in deutschen Städten. Wir wollen jetzt und in Zukunft auch in Altenberge Angriffe auf unsere Demokratie verhindern. Mein Name ist Rainer Mockwitz. Die Aktion ist eine Veranstaltung vom Aktionsbündnis Demokratie Altenberge in Kooperation mit dem Familienbündnis und der Gemeinde Altenberge. Am 10. Mai 1933 wurden in mehr als 20 Städten im Deutschen Reich Bücher von 131 AutorInnen verbrannt, die auf der schwarzen Liste des undeutschen Geistes standen. In späteren Aktionen wurden viele Bücher von weiteren AutorInnen aus Bibliotheken, Privatbesitz und Buchläden beseitigt. Allein das Verzeichnis jüdischer AutorInnen umfasste rund 90.000 Namen. Die Bücherverbrennung war ein weiterer Schritt hin zu Zensur, Verfolgung und Terrormaßnahmen, die in Krieg und Völkermord endeten. Eigentlich wollten wir diese Gedenkveranstaltung heute mit vielen Menschen auf unserem Kirchplatz durchführen. Durch den Corona-Verlauf mussten wir die Planung laufend umgestalten. Ich freue mich sehr mit dem Vorbereitungsteam, dass es uns dennoch gelungen ist, zwei aktuelle Ausstellungen fertigzustellen. Die Plakatausstellung in der Kirchstraße mit 15 Texten und QR-Zugängen und die Videoausstellung der heutigen 7 Lesungen auf der Homepage des Familienbündnisses. Zusätzlich hat unser Buchladen eine Fensterdekoration zum Thema eingerichtet. Besonderer Dank gilt den insgesamt 15 VorleserInnen sowie der Kulturbeauftragten der Gemeinde Franziska Mahlmann und Svenja Büdenborg, Praktikantin beim Familienbüro, die beide mit großem Einsatz die Vorbereitung umgesetzt haben. Die Bücherverbrennung am 10.05.1933. An diesem Tag wurden vor allem in Universitätsstädten mit der Zentralveranstaltung in Berlin unter Anwesenheit von Propagandaminister Goebbels riesige Scheiterhaufen mit eingesammelten Büchern entzündet, von den Nazis Läuterungsfeuer genannt. Es war ein gespenstisches Ritual mit der Formel: Ich übergebe dem Feuer das Buch von mit dem Namen des Autors oder der Autorin. In dieser Inszenierung ging es um die Durchsetzung der Macht der Nazi-Diktatur mit ihrem völkischen und antisemitischen Denken und Fühlen und die schrittweise Gewöhnung an Rechtlosigkeit und Willkür. Es gab keinen erkennbaren Protest in der Bevölkerung und an den Hochschulen. Der deutsche Buchhandel begrüßte sogar diese Aktion. In Münster wurde am 6.5.33 gegenüber dem Fürstenberghaus ein Schandpfahl errichtet
und daran aussortierte Bücher befestigt. Sie sehen hier auf dem Plakat, was wir von der Villa ten Hompel in Münster zur Verfügung gestellt bekommen haben, sehen Sie diesen Schandpfahl. Im Hintergrund ist das Fürstenberghaus zu sehen. An dieser Stelle gibt es heute eine Gedenkplatte im Boden. Am 10. Mai brannten dann die Bücher auch in Münster, die vorher von einem Ochsenkarren auf der vorher veröffentlichten Route in den Stadtteilen eingesammelt wurden. Auf dem heutigen Schlossplatz war dieses Feuer gegenüber dem Gerichtsgebäude. Die Stadt Münster hat dazu eine Dokumentation erstellt, öffentliche Zensur und Bücherverbrennung in Münster. Der politische Rahmen, in dem die Bücherverbrennung stattfand, bereits 1930 wurde die Filmvorführung Im Westen nichts Neues von Nazis gestört. Im Januar 1933 beruft Hindenburg Hitler zum Reichskanzler. Im Februar gibt es nach dem Reichstagsbrand Verhaftungswellen und bei den Reichstagswahlen im März erreichen die Nationalsozialisten mit den Deutschnationalen 52%. In dem dann folgenden Ermächtigungsgesetz werden demokratische Grundrechte eingeschränkt. Das KZ Dachau existiert bereits und Juden werden öffentlich verprügelt. Die Bücherverbrennung im Mai ist dann ein weiterer Schritt in dieser Entwicklung. Wie steht es heute, 88 Jahre nach diesem Ereignis, aktuell um unsere Demokratie? Es gibt viele Alarmzeichen für eine Gefährdung unserer demokratischen Grundordnung. Morde, Hass, Angriffe auf Geflüchtete und Bedrohung von KommunalpolitikerInnen, primär aus der wieder erstarkenden rechten Szene, erschrecken uns. Was können wir tun? Wir können überall im persönlichen Umfeld undemokratischen Haltungen und Handlungen entgegentreten. Wir können uns im Aktionsbündnis Demokratie Altenberge engagieren. Wir können im nächsten Jahr am 10. Mai 2022 eine große Veranstaltung Lesen gegen das Vergessen auf unserem Kirchplatz durchführen. Hoffentlich. Folgende Worte von Erich Kästner möchte ich Ihnen zum Abschluss noch vortragen, können uns auch heute eine Mahnung sein. Zitat: Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Danach war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis der Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball aufhalten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Drohende Diktaturen lassen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht übernommen haben. Diese Worte hat Kästner 1958 in Hamburg anlässlich des 25. Jahrestags der Bücherverbrennung vorgetragen. Vielen Dank.